kommt schon, wir müssen los. Der D361 hat gleich Einfahrt. Nichts. Da musst du doch nicht verzweifelt sein. Was soll das denn? Ja, weil es jetzt schon 3 Monate sind. Ich sag ihm, ein Mann wie du, der kriegt immer wieder Nacht, Arbeit. Nacht. Nacht. Ja. Im Moment ist es schlimmer auf dem Bau, aber das ändert sich doch wieder. Guten Nacht, Besamen. Guten Nacht. Du, meine Tasche, wo ist denn die? Mein Gott, ich hab sie vergessen. Ich wollte sie doch nicht hier lassen und jetzt liegt sie im Zug. Pass auf! Klar, warte auf dich. Zum Zug rüber. Ihr habt Ihre Tasche da liegen lassen. Ihr Spind steht noch offen. Ja, ihr wisst doch, dass keiner allein um die Gleise soll. Sie hat doch Ihre Tasche drin liegen lassen. Ja, nehmen Sie die mit zum Arbeiten? Dafür habt ihr doch die Spinde hier. Sie hat die Arbeitslosenunterstützung von ihrem Mann dabei. Die Spinde kriegt doch jeder gleich auf. Welcher Zug ist es denn? Der Salzburger. Ich gehe mal rüber. Was war denn das? Haben Sie das gehört? Da hat doch jemand geschossen. Ein Mann mit einem Koffer. Der hat deine Frau umgebracht. Was? Ja, er hat sie erschossen. Such den Kerl. Wenn du da eine vor den Latz ballert, dann schuld doch die Baumpolizei. Mach ich ja schon. Los, Bahnpolizei? Der ist noch auf dem Gelände. Der kann doch nicht raus sein. Kann er nur im Wagen sein. Oder unterm Gestänge. Wie sieht's denn aus, Herr Doktor? Ja, der Tod ist wahrscheinlich vor einer Dreiviertelstunde eingetreten. Die Frau gehörte zu dem Reinigungstrupp, der diesen Zug sauber gemacht hat. Warte mal, Namen, Doktor. Namen, Herr Derek. Sie hat irgendwo ihre Handtasche liegen gelassen, ist nochmal zurückgekommen und wird sie erschossen von einem Mann mit einem Koffer. Der Täter soll hier noch irgendwo sein. Ich hau jetzt ab. Warum denn? Ich will nach Hause. Wo ist deine Frau? Komm, halt die Klappe, wenn du mit mir redest. Wir wollen uns doch nicht streiten, okay? Da stellt man sich, wer weiß was vor. Du bist ja doch ein Idiot. Mensch, hau ab.
Komm, komm, ist ja gut. Kein Streit, kein Ärger. Wozu auch? Brauchst du mich nicht an die Tür bringen. Schnauze. Hey, was soll das denn? Kein Laut, oder ich knall dich ab. So ist das. Ist ja gut, ist ja gut. Hoffentlich haben Sie keinen nervösen Finger. Wagen 91, 92, 94, 85. Absperrung Oststraße, Mainzer Straße, Neudacher. Weitere Einweisung Bavaria 15. Gesucht wird ein Mann, der einen Koffer bei sich trägt. Nein, von dem Mann, wir kennen Ihre Beschreibung vor. Nur, dass er jung ist, Lederjacke, schlank. Dann hat er mir mit der Pistole über den Schädel geschlagen und ist auf die Straße rausgelaufen. Können Sie den Mann beschreiben? Nein, ich sag doch, dass kein Licht im Flur war. Aber trotzdem, wie groß war der Mann? Ich würde sagen, vielleicht so groß wie ich, aber jünger, vielleicht 25 Jahre. Und irgendwie war mir auch sofort klar, der meint es ernst. Ich darf nichts machen, was ihn reizt. Können Sie mir irgendwas über den Koffer sagen? Größe, Farbe, Material? Ja, sicher, ich bin ja dagegen gelaufen. Und ich hatte den Eindruck, es war ein ziemlich schweres Ding. Und außerdem war der Mann völlig durcheinander. Kann ich mal telefonieren? Die Kneipe hier. Das Lokal. Wie heißt das? Landsberger Stuben. Landsberger Stuben. Mensch, noch fast an der Bahn. Ja. Ich hab dir doch gesagt, ich kann nicht weg. Ja. Muss ich mal nachsehen. Moment mal. Wo ist denn der Mann geblieben? Ist er weg? Da ist er rausgegangen. Bring mir mal das Telefon. Hey, Moment, Moment, ich telefoniere doch noch. Ja? Ja, Augenblick noch. Ja, es geht. Ja, es gibt eine Seiteneinfahrt. Direkt in den Hof. Hey, hallo. Ach, da muss was los sein. Die fahren schon seit einer halben Stunde Karussell. Stimmt so. Danke.
nachgehen. Peggy hat mich verabschiedet. Er glaubt, ich gehe direkt zur S-Bahn. Du bist verrückt. Der ist schlauer, als du denkst. Wir sind im Licht. Komm, wir gehen in den Hausflur. Irgendwo ein Mann mit einem Koffer gesehen worden. Durchsucht hier am Bahngelände alle Hinterhöfe, alle Hausflure, auch die Kneipen. Der Mann weiß, dass der Koffer ihn verrät. Er wird ihn auf irgendeine Weise loswerden wollen. Ja? Ah ja, der war vorhin in der Tat. Der hat ein Bier getrunken und telefoniert. Stefan? Ja. Ja, das stimmt. Ein Mann mit dem Koffer. Also, Sie können ja selber fragen. Er ist gerade auf der Toilette. Du, warte mal. Jetzt müssen die Gäste raus, weg von der Tür. Lass den Hof absuchen. Vielleicht hat er den Koffer weggeworfen. Die Funkstreifen sollen sich die ganze Gegend vornehmen. Kann. Zentrale, kommen. Hier Bavaria 15. Bavaria 15. Schickt sofort einen Wagen. Hernauer Straße 24. Verstanden. Wagen 91, 92, 94 und 85. Fahren Sie zum Einsatzort. Noch was in den Taschen, außer dem Geld, wie viel ist es denn? Eine ganze Menge, über 2000. Na, warum hast du mich nicht reingelassen? Wir hätten ihn jetzt. Mir gefällt es besser, dass die Löcher in der Tür sind. Hier ist ein Bleistift. Warte mal, ein Zettel. Ist nichts drauf. Hier ist noch ein Schlüssel. Autoschlüssel. BMW? Na klar, der wollte den Koffer ja nicht durch die halbe Stadt schleppen. Der wollte auf schnellstem Wege zu seinem Wagen. Ja, hat die Bahnpolizei im Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, wahrscheinlich. Musste abhauen und den Wagen irgendwo stehen lassen. Irgendwo in der Nähe der Bahn. Den zu finden? Viel Zeit haben wir nicht. Er hat sicher einen Reserveschlüssel. Wenn er den schnell über der Hand hat, ist der Wagen weg. Nichts. Der ist wie vom Erdboden verschwunden. Kannst du uns eine Beschreibung von dem Kerl geben? Was? Eine Beschreibung. Sie haben ihn doch gesehen. Na ja, Moment lang. Durch Türspalt. Tür stand ja nicht weit offen. Handbreit. Da sieht man ja nicht viel. Aber ein bisschen was werden Sie doch gesehen haben. Der schlug die Tür zu und schoss. Warum findet ihr ihn nicht? Ihr kauft mit 10 Streifenwagen durch die Gegend weg bei halb München auf, für nichts. Schon gut. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu Fuß. Ab morgen komme ich im Trainingsanzug. Als Langläufer. Der 67. Da vorne ist der 68. Wir gehen davon aus, dass der Koffer, den der Mann, den der Mörder bei sich hatte, eine wesentliche Rolle spielt. Ja, zweifellos. Sie meinen, der Koffer muss sich hier im Zug befunden haben? Ich denke, ja. Ich halte das für, entschuldigen Sie, aber ich halte das für völlig ausgeschlossen. Der Zug ist gesäubert worden. 6 Frauen sind von Abteil zu Abteil gegangen. Die hätten den Koffer finden müssen. Vielleicht war er versteckt. Deck? Es gibt da einfach kein Versteck. Wie groß war der Koffer?
Ungefähr 60 zu 40, entsprechend hoch. Außerdem war er schwer, der Mann hatte zu schleppen. Ich sehe da einfach keine Möglichkeit. Wenn Sie an ein künstlich konstruiertes Versteck denken. Nein, unmöglich. Also das ist einfach ausgeschlossen. Ja, aber wenn Sie wollen, können wir natürlich jeden Wagen genauestens untersuchen lassen. Das wäre sicher gut. Ja, woran denken Sie denn? Schmuggel, organisierter Schmuggel. Leute, deren Mord nicht sonderlich beeindruckt. Stefan, das ist jetzt Frau Brandt, Kollegin von Frau Hinze, wollte ich sprechen. So, bitte setzen Sie sich, Frau Brandt. Sie waren mit Frau Hinze befreundet, habe ich gehört. Ja, ich habe ihr die Stellung besorgt, weil ihr Mann, der war doch arbeitslos. Da kam sie zu mir und sagte, sie muss Geld verdienen, weil sie ihm helfen will. Und ob ich nichts wüsste, ob sie nicht bei uns unterkommen könnte. Und ich sagte, wenn du Züge sauber machen willst. Und sie sagte, sie macht alles. Ich bin schuld daran, dass sie jetzt tot ist. Nein, nein, das sind sie ganz und gar nicht. Aber ihr Mann, der wird das sagen, denn er wollte nicht, dass sie diese Arbeit annimmt. Ich werde mit ihm sprechen. Ich kann doch wirklich nichts dafür. Nein, das können Sie nicht. Aber Frau Brandt, Sie können mir helfen, den Mörder zu finden. Sie haben doch mit Ihren Kolleginnen den Zug sauber gemacht. Irgendwo in diesem Zug muss ein Koffer gewesen sein, den der Mörder abgeholt hat. Ein Koffer in dem Zug? Ja, in irgendeinem Versteck. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, ich habe keinen Koffer gesehen. Stefan? Der Mann von Frau Hinz ist jetzt da mit seinem Sohn. Ah, ja, ja. Bleiben Sie. Guten Abend, mein Name ist Derek. Ist hier meine Mutter gestorben? Da? Ja. Sie ist erschossen worden. Ja. Ja, und wo ist sie jetzt? Sie ist weggebracht worden. Ja, was haben Sie bis jetzt rausgekriegt? Ich möchte, dass Sie uns das sagen. Wir haben ein Recht drauf, mein Vater und ich. Kommen Sie bitte mit in den Wagen. Schau es dir nicht länger an. Komm weg hier, Vater, bitte. Kommen Sie. Gehen Sie da rein. Na also. Ein Kundendienstheft. Ich denke, den Namen Gustav Schaweder. Adresse dabei? Auch das. Leopoldstraße 206b. Schließ mal hinten auf. Nix drin. Was sagst du, wo wohnt er? Beim Schwabiland. Und parkt seinen Wagen hier in der Nähe von der Bahn. Da muss ihm was einfallen, wenn wir ihn fragen. Mhm. Ein Gespräch für Sie, Herr Inspektor. Danke. Ja? Was gibt's, Schröder? Nein, nein, nicht festnehmen. Hör zu, der kann doch gar nicht wissen, dass wir seinen Wagen haben. Wir sind im Vorteil. Den müssen wir ausnutzen. Wie heißt er? Schaweder, Schwabinon. Na, ist doch gut. Also nochmal, nichts unternehmen, nur den Wagen überwachen und den Mann, der ihn abholt. Das ist alles. Ich fahre ins Büro. Sind das die Sachen Ihrer Mutter? Ja. Sie haben jemanden? Ja, einen Verdächtigen, ja. Der nicht verhaftet werden soll? Noch nicht, nein. Und haben Sie Ihre Gründe dafür? Ja, die habe ich.
Herr Derrick, die Zollverhandlung. Wenn wir wissen zwar, wer es ist, aber Sie müssen ihn halt für die Staatsanwaltschaft aus anderen Fotos identifizieren. Also, Frau Schmelzer, lassen Sie sich Zeit und antworten Sie erst, wenn Sie ganz sicher sind. Und wann kann ich den Herrn erreichen? Es kommt auf jede Minute an. Wir können in einer halben Stunde da sein. Moment mal, habt ihr schon gefrühstückt? Wir haben auf Schlaf verzichtet, warum nicht auch aufs Frühstück? Also in einer halben Stunde. Unser Mann ist also gekommen. Kurz nach 7. Ein junger Mann, 26 Jahre alt, 1,79 groß, 80 Kilo schwer, ovales Gesicht, dunkelblonde Haare, Augen graublau. Was ist los? Also, Frau Schmelzer ist ganz sicher, dass Scharwetter in ihrem Lokal war. Ah ja. Ich möchte aber keine Schwierigkeiten haben. Sie haben mir fest versprochen, dass es unter uns bleibt. Alles klar, Frau Schmelzer. Ja, ja. Scharwetter ist vorbestraft? Minimal wegen Diebstahl, aber angeklagt war er wegen Raub und schwerem Mord. Man hat ihm nichts beweisen können. Gehängter Junge also. Gewaltverbrecher. Ihr kriegt jetzt euer Frühstück und dann los. Aber rasieren dürfen wir uns noch. Wohin überhaupt? Was wird aus meinem Lokal? Ihre Beamten haben die Kugeln aus den Wänden geholt, lauter Löcher, Türe kaputt und den Ausfall, den ich gehabt habe. Sie ballern da in der Gegend rum, wer zahlt mir das? Ich habe einen Schalter und dann noch dazu gebeten, nachdem es um die Eisenbahn geht. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Österreich, Bundesrepublik. Ja, da wird alles Mögliche geschmuggelt. Bewiesen Edelsteiner vorwiegend jede Art von Rauschgift. Aber das ist doch bedeutend besser geworden. Was diesen beiden Herren zu verdanken ist, sie führen so etwas wie ein Privatkrieg gegen Rauschgiftschmuggler. Herr Schalga hat die Ideen, Herr Danoff ist der Techniker. Beide zusammen fast unschlagbar. Sagen Sie bitte, wie groß soll der Koffer gewesen sein? Ja, ungefähr 60 auf 40. Wie hoch wissen Sie nicht? Entsprechend. Also er soll nicht flach sein? Aber schwer. Schwer? Woher wissen Sie denn, dass ein Koffer war? Das wissen wir gar nicht. Die Zeugen sagen, es sah so aus. Also es muss nicht unbedingt ein Koffer gewesen sein? Nein, muss nicht. Kann es vielleicht ein Kanister gewesen sein? In der Form eines Koffers? Ja, wäre möglich. Aus Metall vielleicht? Ja, das könnte sein. Hören Sie, den Koffer hat niemand genau gesehen. Wissen Sie, wir hatten nämlich in letzter Zeit häufig mit Metallkanistern in jeder Form zu tun. Ja, wir zeigen jetzt mal ein Foto. Mach das Licht aus. Ja. Sehen Sie den Tankwagen da? Ja, natürlich. Sieht doch ganz normal aus. Ja, ist er, voll mit Milch. Wenn Sie aus Italien kommen, mit Öl, mit Wein, also mit Flüssigkeit geliefert. Wie sollte man die überprüfen? Man kann natürlich das ganze Zeug rauslassen, den Tank leer machen, untersuchen und wieder einfüllen. Das geschieht auch in besonderen Fällen. Aber das kostet eine Menge Zeit und bringt Ärger. Ja, oder man löst die Verschlüsse und sucht den Tank dann mit Stangen ab. Aber das ist auch ziemlich schwierig und manchmal aufgrund des Lebensmittelgesetzes gar nicht zulässig. Und dann hat Herr Schalke wieder mal eine Idee. Haben Sie schon mal was von Thermografie gehört? Ja, erinnere mich dunkel. Ja, das Ganze beruht auf der Tatsache, dass jeder Gegenstand Infrarotstrahlen aussendet, deren Stärke von seiner Temperatur abhängt. Wir können also von Häusern, Autos, Menschen Wärmebilder aufnehmen. Die warmen Stellen sind hell, die kalten dunkel. Naja, da haben wir eben verdächtige Tankwagen aufgenommen. Weil Flüssiges sich im Allgemeinen langsamer erwärmt als Festes. Und nach der nächtlichen Abkühlung wärmt die Morgensonne die im Tank versteckten Gegenstände schneller auf als die sie umgebende Flüssigkeit. Das ist so eine Fotografie. Sehen Sie hier. Und hier. In der Flüssigkeit versteckte Metallbehälter. Auf diese Weise sichtbar gemacht. Nach 20 Kilometern haben wir den Fahrer angehalten. Der Mann hat sich völlig sicher gefühlt. Ja, und er ist dann aus allen Wolken gefallen, als wir ihm sagten, dass wir seinen Wagen beschlagnahmen müssen. Er glaubt an Zauberei. Ist es ja auch. Ein paar Mal hatten wir Erfolg damit, aber dann haben sie diese Art des Transportes aufgegeben und sich nach Amsterdam umorientiert. Mhm. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schiene benutzen. Das sind aus den Kindertagen des Schmuggels. Außerdem sehe ich da rein technisch überhaupt keine Möglichkeit. Hier, sehen Sie mal selbst. Das hier ist ein Eisenbahnwaggon im Schnitt und aufgerissen. Also wo soll da ein Koffer oder ein Kanister oder was auch immer versteckt werden können? Und Ihre Werbefotografie? Ja, die würde ja auch nichts bringen. Ist ja alles sichtbar, alles überprüfbar. Und selbst an den Stellen, wo es möglich wäre, da zum Beispiel, oder? Lässt sich alles abschrauben. Aber der Koffer oder was immer es gewesen ist, muss im Zug gewesen sein. Und zwar so, dass man ihn nicht sehen konnte. So, dass er nicht auffangen konnte. Verzeihen Sie, wenn ich daran festhalte. Ja, wieso denn? Sachen, die es eigentlich nicht gibt, die interessieren uns besonders. Sie wollten mir noch ein paar Fotos zeigen, Herr Wolfs. Ach so, ja. Entschuldigen Sie. Ja, dann auch bitte machen Sie weiter.
Das ist Annoni, ein Italiener, lebt in Rom. Kauft ganze Mondfelder in Anatolien auf, hat sich spezialisiert auf den Schmuggel mit Privatjachten. Das ist George Shepka, gebürtig in Königshütte, hat einen kanadischen Pass. Verbindung zur amerikanischen Marine, verurteilt wegen Rauschgiftvergehen, aus einem US-Gefängnis geflüchtet auf eine bisher noch nicht geklärte Weise. Er lebt in Paris und Venezuela. Walter Werfel, Jahrgang 38, wohnhaft zuletzt in Hamburg. Guten Morgen. Ich wollte fragen, ob Sie irgendwas brauchen. Ich meine, wie Sie zurechtkommen. Was ist denn mit Ihnen? Herr Hinz, haben Sie etwa getrunken? Sie sind ja betrunken. Warum machen Sie denn sowas? Es hat doch gar keinen Sinn, sowas zu tun. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte. Was machst denn du da? Du trinkst? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht trinken. Es ändert sich nichts dadurch, überhaupt nichts. Können Sie uns Frühstück machen? Ja. Eier und Kaffee. Du musst was essen. Er hat kein Wort gesprochen seit gestern Nacht. Ist wach gewesen die ganze Zeit und hat gegen die Decke gestarrt. Wo warst du? Warum bist du heute Morgen so früh weggegangen? Ich wollte rauskriegen, wo dieser Kerl wohnt. Hast du denn seine Adresse? Ja, die habe ich. Was hast du? Hast du das nicht mitgekriegt? Sie wissen doch schon, wer sie umgebracht hat. Sie verhaften ihn nur noch nicht. Ich habe den Namen gehört. Scharwedder. Und dass er im Schwabelon wohnen soll. Jetzt habe ich die genaue Adresse. Von dem, der sie umgebracht hat? Ja. Was willst du jetzt machen? Was du tun willst, fragt sie. Und ich frag das auch. Ich will diesen Mann sehen. Und ich will ihn fragen, warum er das getan hat. Nein. Nein. Überlass das der Polizei. Ich möchte nicht, dass du das tust. Ich verbiete dir das. Wenn die Polizei den Mann nicht verhaftet, dann haben die ihre Gründe. Die kenne ich. Sie wollen rauskriegen, wer dahinter steckt. Der Koffer interessiert sie und das, was in diesem Koffer drin war. Lassen einen Mörder frei rumlaufen. Ich sage, du sollst das der Polizei überlassen. Der Mann schießt doch gleich. Ich möchte nicht, dass noch ein Unglück passiert. Tu's nicht, geh nicht hin. Ich will das nicht. Ach, warum hört denn keiner auf mich? Ich wollte nicht, dass sie da arbeitet. Habe ich nicht gesagt? Ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass du arbeitest. Also, ist kein Zustand, wenn eine Frau arbeitet und der Mann nicht. Wenn sie auf mich gehört hätte. Dann würde sie heute noch leben. Du unternimmst nichts. Ist hier schon gut. Komm, du darfst dich nicht aufregen. Du hast Angst. Wie kommst du darauf? Angst? Vor was? Vor wem? Ich weiß nicht, vor wem. Red doch keinen Blödsinn. Ist doch alles gut gegangen. Eben nicht. Sie haben einen hinter dir herschicken müssen, um den Koffer bei dir zu holen. Der Kerl ist einfach abgehauen. Das Schwein hat mich sitzen lassen. Wenn er dich mitgenommen hätte, wäre das Risiko zu groß gewesen. Schön, die Frau ist mir dazwischen gekommen. Was soll ich denn machen? Sie hat mich gesehen und sie hat den Koffer gesehen. Ich war in der Zwangslage. Aber Sie sind vielleicht der Meinung, dass es eine falsche Reaktion war. Ich konnte die Frau doch nicht gehen lassen. Wieso falsche Reaktion? Sie das sagen können, da hast du Angst. Sie sagen es nicht. Korschow will den Koffer, das ist die Hauptsache für ihn. Korschow ist doch unwichtig. Sie haben deine Jacke. Was war denn drin? Ein paar Hunderter. Kein Ausweis, keine Papiere. Und wieso hast du deine Ersatzschlüssel geholt? Mit den Schlüsseln können die doch gar nichts anfangen. Warum machst du mich eigentlich so nervös? Ich finde, ich bin fabelhaft raus aus der Sache. Er muss in der Wohnung sein, er hat das Haus noch nicht verlassen. Wir sind drei Mann, Stefan. Diese Frau Brandt hat gerade angerufen. Der junge Hinz ist auf dem Wege zu Scharwälder. Verhindere das. Der junge Hinz? Ja, der kommt nämlich gerade. Ja, ist gut.
was machen Sie denn da? Hier wohnt doch der Mann, der meine Mutter umgebracht hat. Ja, sicher. Warum verhaften Sie ihn dann nicht? Seien Sie doch vernünftig, wir bewachen ihn doch. Wir bewachen? Sie können sich nicht in meine Lage versetzen. Doch, das tue ich. Und irgendwo verstehe ich Sie auch. Zu wem wollen Sie denn? Zu Drewitz. Drewitz? Tut mir leid, kann ich ihn nicht helfen. Das war er. Habe ich mir gedacht. Zufrieden mit mir? Du bist sicher, dass er nichts bemerkt hat, keinen Verdacht hat? Wo ist der Junge Hinz? Ja, der steht neben mir. Moment mal. Der Oberinspektor möchte Sie sprechen. Ja, bitte? Weil er meine Mutter umgebracht hat. Und weil ich nicht verstehe, warum Sie diesen Mann nicht verhaften. Ja, das habe ich alles schon gehört. Ich kann mir vorstellen, in welcher Stimmung Sie sind. Aber es gibt hier einen Mörder und sowas wie einen Auftraggeber für einen Mord. Geben Sie mir mal einen kleinen, bitte. Harry, behalte den Jungen bei dir, bis wir ganz sicher sind, dass er keine Dummheit mehr macht. Ja, das ist gut, danke. Der junge Hinz wollte zu Scharwitz. Er ist ihm schon auf der Treppe begegnet. Hallo? Lieber Mann, ich weiß nicht, was ich getan habe. Aha, Scharwerder ist auf dem Wege zur Stadt Leopoldstraße, hat eine junge Frau bei sich. Die wohnt offenbar bei ihm, Name ist unbekannt. Da müssen wir mehr Leute anfordern, falls die beiden sich trennen. Vielleicht so eine Art Kurier, gib mir mal Impeler. Er muss mir seine besten Leute geben, Harry fällt aus. Scharwerder hat ihn auf der Treppe gesehen, er könnte ihn wiedererkennen. Hat Berger sich schon gemeldet? Ja, vom Mittleren Ring. Der Mann darf uns nicht durch die Lappen gehen. Wenn das passiert, sind wir dran. Dann haben wir einen Mörder laufen lassen. Impeler ist am Apparat. Ich kenne jemanden, der das ganz laut erzählen wird. Hallo. Grüß dich. Wer ist das denn? Der dort drüben in der Ecke sitzt mit dem Mädchen. Jetzt steckt er sich eine Zigarette an. Zwei Kaffee, bitte. Er kann es einfach nicht verstehen, dass wir ihn immer noch frei herumlaufen lassen. Ja gut, wir kommen jetzt vorbei. So, wir fahren ins Präsidium. Was soll ich denn da? Oberinspektor wird Ihnen was erklären. Hast du die Zeitung gelesen? Sofort heute Morgen, es steht nichts drin. Und nicht viel jedenfalls. Mord auf dem Bahngelände, das steht drin. Eine Putzfrau von einem Reinigungstrupp ist erschossen worden. Nicht viel. Gut. Und es steht drin, dass der Mörder entkommen ist. Aber nicht mal der Koffer ist darin. Und? Gibt dir das nicht zu denken? Warum haben Sie nicht erwähnt? Ein so wichtiges Merkmal, um einen Mörder zu beschreiben. Diese Schießerei in dem Lokal. Da gibt es jetzt Leute, die ihn gesehen haben. Da werden Zeichnungen angefertigt, an jeden Polizisten ausgegeben. Also hör mal zu, du tust jetzt Folgendes. Korschow Alexander, nicht bekannt, nicht angegeben. Ein jungfräulicher Name. Internationale Reiseagentur. Dann stellen wir fest, was die Firma macht, womit die sich beschäftigen. Stefan. Ja? Scharwerder ist beim Café aus wieder nach Hause gefahren, aber allein. Die Frau, die bei ihm war, geht in Richtung Stachus.
das ist doch nicht möglich. Der Mann, mit dem sie spricht, das ist der Mann der Frau, die gestern Abend ermordet wurde. Ja, ich war genauso sprachlos wie du. Wir haben ungefähr 3 Minuten miteinander gesprochen. Stellenweise sogar ziemlich heftig. Aber dann ist sie weggegangen und hat ihn stehen lassen. Er stand da eine ganze Weile, ziemlich belämmert. Danke, bitte. Und dann ist er gegenüber in die Wirtschaft gegangen und hat einen nach dem anderen gekippt. Aber so wie es aussah, war der vorher schon voll. Und was bedeutet das? Wo ging die Frau hin? Der Schäfer ist ihr gefolgt, wieder zu Scharwetter. Wo ist der junge Hinz? Er ist nebenan. Er ist Betrieb und das interessiert ihn. Morgen, Herr Hinz. Morgen, Herr Derrick. Ah, Sie sind ja ziemlich aktiv. Ich will rauskriegen, warum Sie einen Mörder nur beobachten, anstatt ihn zu verhaften. Warum verhaften Sie ihn nicht? Weiß Ihr Vater, dass Sie auf eigene Faust losgehen? Ja, er weiß es. Was sagt er dazu? Er ist dagegen. Hat er gesagt, warum er dagegen ist? Weil er Angst hat. Wenn Sie, mein Vater ist vollkommen am Ende. Er heult und weint und betrinkt sich. Mit dem kann man kein vernünftiges Wort mehr reden. Hat Ihr Vater früher schon getrunken? Nein, erst seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten ist er arbeitslos. Und das ist das erste Mal in seinem Leben. Es hat ihn umgehauen. Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass Sie mich verstehen. Nicht zu arbeiten, kein Geld zu verdienen, nichts zu sein. Dass man ihn stehen lässt, übersieht. Ihn nicht braucht. Warum interessiert Sie mein Vater? Impler ist am Apparat. Scharwetter ist noch in seiner Wohnung. Aber die junge Frau hat vor 5 Minuten die Wohnung verlassen und fährt mit dem Auto in Richtung Hauptbahnhof. Gib ihn mir hier. Derrick, grüß dich, Impler. Wo ist der Hinz jetzt? Wo? Parkanlagen am Lehnbachplatz. Ach so, das ist gut. Danke. Sie sagten Hinz. Was für einen Hinz meinen Sie? Ihren Vater. Meinen Vater? Was heißt das? Lassen Sie ihn beschatten. Ihr Vater hat sich vor 40 Minuten mit der Frau getroffen, die Scharwetter begleitet hat. Der wir auf der Treppe begegnet sind. Mein Vater soll sich mit dieser Frau getroffen haben? Ja, beim Brunnen am Stachus. Ich habe ihn gesehen, kein Irrtum. Aber wieso? Was heißt denn das? Da müsste mein Vater ja auch... Da müsste er ja auch Scharwetter kennen. Ja, das wäre denkbar. Nein, das ist ganz unmöglich. Jetzt lassen Sie mich mal fragen, woher könnte Ihr Vater diese Frau kennen? Welche Verbindung könnte es da geben? Keine. Ja doch, es muss mit der Bahn zu tun haben. Ihre Mutter hat da gearbeitet. Ja, aber nicht er. Er hat sich dafür interessiert, was sie tut, das schon. Er hat sie gefragt, wie die Züge kommen, woher sie kommen, auf welchen Gleisen sie stehen. Aber das ist doch ein ganz normales Interesse. Finden Sie. Ich fahre jetzt los. Vater? Was hast du getan, Vater? Guten Tag, Herr Hinz. Guten Tag. Sie wissen alles? Ja, nur, dass ich Scharwetters Freundin kenne, die Parler. Wie ist das gekommen? Du musst es mir sagen. Ich habe Mutter manchmal zur Arbeit gebracht, zur Bahn. Ich hatte ja genug Zeit. Und einmal, als ich wieder weggehe, spricht mich jemand an, ein Mann, ob ich bei der Bahn arbeite. Nein, sage ich, meine Frau arbeitet da. Wir kommen ins Gespräch und der Mann lädt mich ein, wir trinken zusammen. Der Mann war ganz umgänglich. Ich sprach über meine persönliche Situation und er meinte, ich könnte sehr gut Geld verdienen, ohne mich sehr anstrengen zu müssen. Ich sollte ihm nur sagen, wo gewisse Züge, wo sie stehen, auf welchem Gleis, mehr nicht, das sei alles. Er würde dafür bezahlen. Hat er Ihnen irgendeinen Grund gesagt, warum er sich für diese Züge interessiert? Ich habe ihn gefragt. Ein bisschen Schmuggel, meint er.
Nichts Schlimmes. Ich sag, von mir aus, mir ist das egal, woher ich mein Geld kriege. Für welche Züge hat er sich interessiert? Für Züge aus Salzburg. Die nachts hier ankommen. Und nachts hier bleiben. Und Sie haben nur diesen Mann kennengelernt, ja? Nein, er hat auch mal eine junge Frau mitgebracht. Die, die Sie vor einer Stunde am Stachusbrunnen getroffen haben? Ja. Und was wollte sie heute von ihm? Sie wollte wissen, ob ich der Polizei was gesagt habe. Und was hast du geantwortet? Sie hat mir gedroht. Hm. Zeigen Sie ihm das Foto, Herr Derek. Vater, der Mann, mit dem du gesprochen hast, war er das? Also das Innere des Wagens fällt weg. Keine Möglichkeit, gar keine. Also unterm Wagen? Ja, wenn schon, dann überhaupt nur hier. Da sind an diesem Unterboden irgendwelche Veränderungen feststellbar? Nicht die geringsten. Alles völlig normal. Das ist derselbe Zug, wie auch alle Wagen kontrolliert. Er ist am Bahnhof mit dem Koffer, der fährt weg. Wir können ihn doch nicht wegfahren lassen. Ich will die, die dahinter stecken, ich will die Auftraggeber haben. Ein Mörder, hört er. Ich weiß, dass er ein Mörder ist. Das ist ein kleiner Fisch. Was sind denn die Großen? Die, für die Mord zum Geschäft gehört, die zum Mord anstiften, die Mörder bezahlen, schützen, decken und verstecken. Damit rechne ich. Stellt mal fest, welchen Zug er nimmt. Ja, ich warte. Wenn Sie wollen, lasse ich Scharwedder festnehmen. Jetzt, sofort am Hauptbahnhof. Ich kann Sie nicht hindern, irgendeine Münchner Zeitung anzurufen. Schröder. Ja. Ja? Salzburg. Moment mal. Geben Sie mir eine Antwort. Machen Sie, was Sie für richtig halten. Ihr fahrt mit demselben Zug. Die Salzburger Kollegen werden verständigt. Habt ihr Geld? Pässe? Das reicht. Ruft heute Abend an. Wenn die Presse anruft, keinerlei Informationen. Es gibt nichts Neues im Bahnhof. Der Koffer wird gar nicht erwähnt. Die Leute müssen glauben, sie sind in völliger Sicherheit. Sie müssen den Weg nochmal benutzen. Den Koffer und den Salzburger Zug. Na, was macht unser Freund? Lies Zeitung und trinkt ein Bier. Bezirksinspektor Wirz, willkommen in der Festspielstadt. Na, wo ist Ihr Schützling? Der junge Mann mit dem grünen langen Mantel. Haben die Herren kein Gepäck? Wir mussten so, wie wir sind, in den Zug springen. Auch so kann man Österreich besuchen. Aber eines haben Sie vergessen. Regenschirm. Wie lange ist Scharwedder jetzt schon in Salzburg? Ja, vierte Woche jetzt. Wie geht's ihm? Prima. Nach unseren Berichten ganz ausgezeichnet. Ja, ich warte. Ist ja ein schöner Abend. Ja, um diese Zeit muss es doch herrlich sein. Nicht wahr? Ja, ja, wirklich, Stefan. Wie lange wollen wir denn noch warten? Ich weiß nicht mehr, was ich der Presse sagen soll. Soll ich sagen, eigentlich haben wir den Mörder schon, aber im Moment erholt er sich im Salzkammergut. Fang du auch noch an. Impler. Korschow sitzt immer noch in der Hotelhalle. Mit ihm die Pachler. Scharwedder, Freunde. Aber die treffen dort den Schepka.
Gut, danke. Ja, also, 4 Wochen haben genügend, die fühlen sich alle wieder vollkommen sicher. Und jetzt das Neueste aus Salzburg. Echter Ding? Scharwetter hat gestern Nacht auf einem Parkplatz einen Koffer übernommen. Ja, wahrscheinlich heute Nacht nach Deutschland zurück. Heute Nacht. Alles frei. Du hast 15 Minuten Zeit, damit der Zug in den Bahnhof geruht. Was zu sehen? Kommen Sie gerade mit dem Koffer? Sie sind am letzten Wort. Die kriechen da drunter. Wie kommt man wieder raus? Wie machen Sie das? Was denn ist das alles? Anscheinend. Wir gehen weg vom Zug und haben keine 6 Sekunden gebraucht. Der Schnellzug von Athen nach München fährt Bahnsteig 6 ein. Wo ist denn der Koffer? Unterm Wagen. Und wie haben Sie ihn befestigt? Keine Ahnung. Salzburg Hauptbahnhof, Salzburg Hauptbahnhof. Schabit ist mit seiner Begleitung gerade in die Stadt gefahren. Was denn? Er fährt nicht mit dem Zug? Mit Kurswagen nach Athen über Villa Westbahn. Besten Dank, Kollegen. Wir werden Sie sofort informieren. Danke. Der Koffer hängt unterm letzten Wagen. Aber Scharwedder ist nicht mit eingestiegen. Wer ist nicht mit? Ist denn niemand dabei? Anscheinend. Schröder und Berger? Sie sind im Zug, rufen von der Grenze aus an. Nachricht von D2. Korsch und Schepka verlassen gerade das Hotel. Was ist das? Eine Abreise? Ja, Schepka hat die Rechnung bezahlt. Überwachung wird fortgesetzt. Will alle 20 Minuten einen Bericht haben. Hängt unterm Wagen der Koffer? Mhm. Ja, und ihn zu befestigen soll keine 10 Sekunden gedauert haben. Elektromagnet. Ja, natürlich ist gar kein Koffer. Ist ein Elektromagnet. Ja, was denn sonst? Angeheftet wie eine Haftladung. Bleib mal am Apparat. Schröder ist dran. Soll den Koffer untersuchen, wir brauchen ein paar Angaben. Abmessung! Fühlen soll er, welche Art von Material? Das kann er doch nicht auf dem Bahnhof machen. Herr Derrick, Impler ist auf der zweiten. Harry, komm. Ja, ich frage mal, was er will. Vielleicht kann er es auf der Strecke machen. Man muss den Zug verrot warten lassen. Machen Sie mir doch gleich eine Verbindung mit dem. Moment noch, Schröder. Nein, der darf noch nicht losfahren. Ja, ich verstehe, vor einem Haltesignal. Sehr gut. Und wie erfahre ich das? In Traunstein. Also, falls das möglich ist, melden wir uns sofort. Danke. Kann das machen. Wenn wir den Zug auf freier Strecke anhalten können, ja. Korsche und Schepka fahren auf der Bundesstraße 304 Richtung Ebersberg-Wasserburg. Ebersberg-Wasserburg, ja. Nach Traunstein lässt die Bundesbahn den Zug 3 Minuten vor Rot anhalten. Dank das? Los, raus! Gleich weiter. Metall. Wann hängt denn das Ding? Keine Ahnung. Der Wagen hat die Bundesstraße 304 verlassen. Wo verlassen? In Richtung Grafing. Sieht so aus, als würden Sie der Bahnlinie folgen. Na klar. Nochmal die Bundesbahn. Ja? Schröder ist im Apparat. Ruft das Rosenheim. Macht ihr das? Ja. Die wollen doch den Koffer übernehmen. Dann auf ihn. Aber wo und wie? Das ist sicher ja, irgendwo anders. Nachdem Sie es am Hauptbahnhof nicht mehr riskieren können. Ja. Wie sieht's aus? Metall. Ja, das haben wir schon gedacht. Wie ein Koffer. Und wie groß? Ja, zwischen Grafing und Rosenheim. Gibt's da was Besonderes an der Strecke? Wie viele Wagen könnt ihr uns geben? 4 bis 5. Ja, danke. Sonst Licht entdeckt. Ja, danke, das hilft mir. Danke. Ja. Kurz nach Kilometerstand 39,4 ist eine Baustelle. Da muss der Zug beinahe Schritt fahren. Hol mir den Jungen Hinz. Ich möchte ihn unbedingt dabei haben. Ab jetzt. Thank you.
Abend, die Herren. Noch 12 Minuten und 10 Kilogramm Heroin. Konsumwert ungefähr 2 Millionen rollen auf uns zu. Du sollst in Salzburg bleiben, habe ich dir doch gesagt. Du bist schuld, dass es auf dem Bahnhof jetzt so heiß ist. Deinetwegen stehen wir jetzt hier draußen. Entschuldigung. Aber ich wollte dabei sein. Man kann den Behälter auch vom fahrenden Zug übernehmen. Hängt er unter dem letzten Wagen? Ja, davon wurde gesprochen. Da gibt's viele Möglichkeiten. Man kann ihn zum Beispiel per Funksignal lösen. Absprengen, meinen Sie? Technisch überhaupt keine Schwierigkeit. Und wenn Sie es dann noch an der Stelle machen, wo der Zug sowieso langsam fahren muss, ist es ganz sicher. Mit dem Koffer kann kaum was passieren. Ist der Derek noch zu erreichen?